Inmitten des Handballfelds, wo jede Bewegung von Bedeutung ist, offenbaren die Magic Girls des Tussener Köln 1865 die Essenz des Gemeinschaftsgeists. Teamsport ist das Beste und die Magic Girls, darauf lasse ich nichts kommen. In diesen Momenten des Miteinanders entstehen einzigartige Verbindungen. Da kommen Konstellationen zusammen mit einer 18-Jährigen und einer 42-Jährigen im Tor. Die würden ja sonst im Leben nicht zusammenkommen. Woche für Woche stellen sie in der Oberliga Ostseespree ihre Verbundenheit und ihren beirrbaren Willen aufs Neue unter Beweis. So auch im Spiel gegen den HVGW Werder, einem formidablen Gegner, der die Magic Girls zur Höchstleistung herausfordert. Aber die Neuköllnerinnen wissen natürlich, wie der Hase läuft. Haben halt einfach jeden Zweikampf gewonnen und hinten hatten wir Isa am Tor. Die hat halt irgendwie alles gehalten, was wir nicht gedeckt haben. Deswegen bin ich sehr zufrieden. Trotzdem ist der Weg zu ihrem 29:24 Sieg von intensiven Herausforderungen geprägt. Die haben es uns schon noch schwer gemacht über 60 Minuten und alles abverlangt. Und ich finde, dass wir aber gut dagegen gehalten haben. Dies verdeutlicht, dass jeder Erfolg, auch wenn er am Ende klar erscheint, mit intensivem Einsatz und gemeinsamer Anstrengung erkämpft wird. Wenn wir die Konstanz aus den Heimspielen mit auch in die Auswärtsspiele bringen, dann glaube ich, spielen wir nochmal eine richtig gute Rückrunde. Schon am 1. Januarwochenende wartet mit dem Duell gegen den Berliner TSC die nächste spannende Herausforderung. Auch dieser werden sie gewappnet sein. Schließlich sind sie die Magic Girls des Tussener Köln 1865.